In der Formel 1 hätten wir jetzt eine Menge Einführungsrunden gehabt. Und haben jetzt den Rennbeginn, denn in diesem Moment ist das erste Achtelfinale zwischen dem Hamburger Sportverein und dem 1. FC Nürnberg angepfiffen. Und ab jetzt, Christian Spönemann hat es eben nochmal gesagt, werden die Karten völlig neu gemischt. Ab jetzt geht es bei 0-0 los. Jetzt geht es nichts, dass der Hamburger SV seine Gruppe als Gruppensieger abgeschlossen hat. Mit 5 Punkten. Und die Nürnberger bisher noch ohne Punkt in diesem Turnier sind. Jetzt begegnen sich beide Teams wieder auf Augenhöhe. Wir freuen uns natürlich bei Hamburg auf die auffälligen Spieler, wie hier gerade zu sehen. Das ist Nikola Kozanic. Der stärkste Hamburger bisher. Hamburg macht gleich wieder viel Druck auf die Nürnberger. Das ist Nationalspieler auf Abruf, Claudio Cunola. Da ist er wieder. Das war ganz wichtig, dass Julian Richter da seinen Fuß dazwischen bekommen hat. Jetzt wieder Kozanic am Ball. Klasse Mitnahme mit der Hacke an der Bande durchgesetzt. Kaum zu stoppen da. Knichwitz am langen Eck auf den Kapitän, auf Marco Drafts, der den HSV mit 1-0 in Führung bringt. Da das Foulspiel gepfiffen von Thomas Lauf. Schiedsrichter vom SSV Preußisch-Dhron. Und das war ein guter Versuch von Lukas Wenzel, dem Keeper des 1. FC Nürnberg. Millimeter über das Tor. Die Nürnberger waren nicht schlecht. Die waren einfach in einer richtig starken Gruppe. Hertha macht einen guten Eindruck, deswegen für die Mühlis auch ärgerlich. Da ist man schon Gruppenzweiter und muss dann auch wohl mit die stärkste Gruppe im Turnier treffen. Nürnberg mit einem 1-3 gegen Hertha. Nur 3-4 gegen starke Kölner. Gut, und gegen Osnabrück heute Morgen nochmal ein 1-3. Aber die Osnabrücker auch wirklich gut drauf. Also Nürnberg enttäuscht hier nicht, hat auch einfach sehr starke Gegner und ist deswegen auch in diesem Achtelfinalspiel noch lange noch nicht abgeschrieben. Vorteil entschieden da. Hat der Spruch von Kozanic an seinen Gegenspieler. Wenn du mal Trikot haben willst, dann schenke ich dir eins. Da ist schon Gift und Ärger jetzt drin. Aber das macht es ja auch aus. Jetzt der Ball. Das machen die Nürnberger auch. Stellt einen Stürmer mal ganz vors Tor. Nimmt immer wieder anzuspielen. Das stimmt die Bälle gut ab. Ist in diesem Block Thomas Winkelbauer. Der seinen Körper immer wieder gut dazwischen bringt. Jetzt der Abschluss vom Bennett Schauer, dem Keeper der Hamburger. Jetzt Nils Böhm am Ball. Weitergelegt auf Johannes Petschner. Und jetzt der Wechsel
beim 1. FC Nürnberg. Da gibt es Freistoß aus einer guten Position, wurde Claudio Colonna gefoult, der jetzt deutlich mehr auffällt als in den Gruppenspielen davor. Und Nürnberg bisher ja kein Einzelspieler so richtig in den Vordergrund getreten. Jetzt gibt es Eckball für die Nürnberger. Wer gespielt jetzt auf der Konter für die Hamburger? Da ist der Kapitän Marco Drafts drauf und der Ball ist im Aus und geklärt. Es gibt Einrollen für die Nürnberger. Das war eine strittige Entscheidung. Und in diesem Moment fällt das 1:1. Da haben die Hamburger damit gerechnet, den Ball zu haben, was glaube ich auch richtig gewesen wäre. Hat sie dementsprechend nach vorne orientiert. Durch den Balljungen dann schnelle Ausführung und dadurch gab es eine Menge Platz. Also strittige Entscheidung. Gab auch Proteste. Ich kann es nicht genau sagen, ob es richtig oder falsch war. Und somit auch für den Schiedsrichter schwer zu sehen. Auf der anderen Seite. Deswegen auch kein Vorwurf. An den Unparteiischen. Wieder die Freistoßentscheidung nach einem Foul von Maximilian Geißen. Und das war ein Hammer. Ein Strich von Nils Böhm. Und der Keeper war dran, das heißt, wenn der Ball von der Latte ins Tor gegangen wäre, wäre dies ein korrektes Tor gewesen. Sieht man immer mehr im Hallenfußball, dass die Freistöße dann doch direkt ausgeführt werden, in der Hoffnung, dass noch irgendwer rankommt. Und hier wieder die Geschichte, die ich Ihnen erklärt habe. Thomas Winkelbauer, wieder vor dem Tor, wieder angespielt, wieder abgeschirmt. Und jetzt führt hier der, ich sage es mal, Außenseiter. Und Stand jetzt ist der Titelverteidiger, der Gruppensieger, im Achtelfinale draußen. Aber noch haben wir ja 7 Minuten auf der Platte. Also hier ist noch lange nicht Schluss. Aber jetzt wieder der Ballverlust. Gnichwitz verlor da den Ball. Und wieder gibt es Proteste von der Nürnberger Bank. Und das ist nicht der Ausgleich. Marco Drafts. Da ist wieder Drafts. Diesmal Keeper Lukas Wenzel dazwischen. Jetzt der Abpraller und da war der Keeper schon geschlagen. Der Ball geht aber daneben das Tor. Nürnberg hier mit dem 3:1.
Julian Richter, der Torschütze. Boah. Und jetzt bleiben dem HSV noch 5 Minuten und 40 Sekunden, um das Ding hier mindestens auf Ausgleich zu bringen, um hier nicht frühzeitig und überraschend aus dem Turnier zu fliegen. Und man hat schon gesehen, dass Kozanic hier ein guter Spieler war, denn Nürnberg bearbeitet ihn richtig. Wird immer wieder gehalten, gezogen. Jetzt die Chance wieder für die Hamburger. Der Ball aber bei Lukas Wenzel. Ein Vorgänger von Pascal Köpke. Das ist der Sohn von dem Europameister Andi Köpke. Pascal Köpke mittlerweile Profi in Unterhaching. Jetzt aber das 4:1 für den 1. FC Nürnberg durch Claudio Colonna. Ich habe es gesagt, der fällt wesentlich mehr auf als in den Vorrundenspielen. Und Nürnberg dreht hier richtig auf. Und jetzt steht es 4:1 und in Hamburg ist man gerade völlig konsterniert. Das wäre ein Ding, wenn der Titelverteidiger hier so früh scheitern würde, nachdem man in der Vorrunde wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat. Kozanic, Abpraller, landet nur an der Bande von Patrick Pfeiffer. Das ist jetzt Kozanic, klasse Ballbehandlung nochmal. Ist natürlich schon schade, dass wir uns von dem verabschieden werden müssen. Abschlussversuch, auch der Abpraller. Verhalten, offene Sohle gepfiffen jetzt. Der Freistoß für Nürnberg. Und nur noch knapp 4 Minuten Zeit für die Hamburger, hier 3 Treffer zu erzielen, um sich zumindest ins 9-Meter-Schießen zu retten. Aber jetzt die Nürnberger mit der Entscheidung. Nils Böhm mit dem 5:1. Auch in dieser Deutlichkeit, völlig überraschend. Das hätte ich nicht gedacht. Paukenschlag im ersten Achtelfinalspiel. Und genau das aber macht dieses Turnier aus. Nürnberg mit 0 Punkten in der Vorrunde. Und jetzt das für ein 5:1 gegen den Gruppensieger aus der Gruppe mit Bremen, Bayern und dem Mühlenkreisauswahl. Klares Foulspiel an der Bande. Fabian Nürnberger mit dem Check an der Bande. Jetzt der lange Ball. Knapp 3 Minuten noch. Kozanic jetzt. Wollte querlegen, wieder ein Nürnberger Bein dazu. Die verteidigen das ist leidenschaftlich. Die kämpfen, die fighten. Die sind in jedem Zweikampf da. Es wird es Freistoß geben für die Hamburger. Wieder Freistoß. Bei den Hamburger macht sich jetzt auch etwas Frust breit. Ich glaube, damit haben sie selber nicht gerechnet. Abgefälschter war nochmal Abstoß. 2 Minuten vor Ende der Partie. Kozanic nochmal. Richtet den Ball zurück auf Pfeiffer. Ja, es ist kaum ein Durchkommen für die Hamburger.
Weil Nürnberg das jetzt einfach richtig gut, richtig eng, richtig aggressiv verteidigt. Alle Merkmale, die es braucht im Hallensport. Auch für Turnierchef Heinz-Dieter Holsing. Sehr schade. Ja, ja, großer HSV-Fan. Da haben wir natürlich im letzten Jahr den Triumph. 60 Sekunden hat der Titelverteidiger noch auf der Platte, bevor er sich dann verabschiedet. In Hamburg sagt man tschö. Hier nochmal der Check an der Bande, Zeit angehalten. Maximilian Geißen liegt da am Boden. Ist schon getapter Arm. Weiter lediert. Schussversuch abgefälscht. Da gibt keine Ecke. Hat er nicht gesehen. 18 Sekunden. Wir gratulieren den ersten FC Nürnberg zum Einzug ins Viertelfinale und verabschieden uns vom Hamburger SV. Nach einem denkwürdigen Auftritt hier im Achtelfinale. Und freuen uns gleich auf die nächste Partie im Achtelfinale. Glückwunsch Nürnberg, 5:1 gegen den Titelverteidiger Hamburger SV. Wir sagen vielen Dank für eure 2015 an den Hamburger Sportverein. All right.